Eigentlich wollte ich heute gar kein Video mehr aufnehmen. Und ich wäre auch damit durchgekommen, wenn diese verdammten Kinder nicht gewesen wären. Hallo zusammen, willkommen bei Nerdgedöns. Ich bin der Olli und das hier ist eine neue Ausgabe Aufmachen. Ja, diesmal etwas spontan dazwischen geschoben. Ich hatte ja schon gesagt, ich habe keine Mystery-Boxen mehr, in Anführungszeichen, von Rebuy. Habe aber auch schon erwähnt, dass ich eventuell vorhatte, die Hörspielbox, die Nostalgiebox der fünf Freunde aufzumachen. Ja, und da ich jetzt gerade mitten in der Hausarbeit stecke, habe ich gedacht, jetzt höre ich doch vielleicht mal in eine Folge rein. Und deshalb schiebe ich jetzt hier das Aufmachen zur fünf Freunde Nostalgiebox für euch dazwischen. So, dann machen wir die auch jetzt auch mal auf. Ich hoffe, das klappt hier ohne Schere. Ich glaube aber ja. Hier haben wir so ein bisschen Plastikfolie abstehen. Na, ist hartnäckig, aber es klappt ja wohl. So. Weg damit. So. Machen wir das Ganze auf. Und da haben wir, wie schon angekündigt das letzte Mal, die ganzen Folgen in einzelnen Pub-Sleeves, so wie damals die Schallplatten. Ja, ich nehme die jetzt einfach mal nach und nach raus und halte euch die in die Kamera. Und dann war es das auch schon. Ne? So, da haben wir Folge 1. Fünf Freunde beim Wanderzirkus. Das ist auch das Motiv der Box an sich, das wir schon kennen. Rückseite auch einmal hier als Beispiel. Was haben wir da? Okay, wir haben die einzelnen Sprecher. Ich dachte erst, ist das ein Wertungssystem, aber nein, das ist wohl nur eine Variante zu den Pünktchen, die man da sonst zwischen Rolle und Sprecher hat. Naja, okay. Gut, gehen wir aber jetzt mal schnell durch. Was sind 21 Folgen und soll ja nicht zu lang gehen hier. Folge 2. Fünf Freunde im Zeltlager. Gleicher Stil. Gleich schick, wie ich finde. So, nächste Folge. Da kommen wir schon zu einer meiner, in meiner Erinnerung, Lieblingsfolgen. Fünf Freunde und das Burgverlies. Ich meine, das ist die Folge mit einem Geheimgang, den sie finden, unter einem alten Gemäuer, unter einer alten Burgruine. Ich gucke mal gerade nach den Sprechern. Ja, da ist nämlich ein Sprecher der drei Fragezeichen dabei, der hier mit einem amerikanischen Akzent einen Touristenzone spricht. Dann ist das die Folge. Die habe ich sogar zwischendurch mal, ich glaube bei YouTube, mir einmal angehört. So, jetzt geht es auch wieder wirklich schneller. Fünf Freunde als Retter in der Not, Folge 4. Folge 5. Fünf Freunde und der Zauberer Wu. So, ich muss es nochmal hinkriegen, die gerade in die Kamera zu halten. Folge 6. Fünf Freunde helfen ihrem Kameraden. Ja, ich sage es immer wieder, die Atmosphäre dieser Zeichnung. Da hat man direkt Bock auf Urlaub, Kindheit, Abenteuer. Folge 7. Fünf Freunde verfolgen die Strandräuber. Auch wieder sehr schön gelungen, das Motiv. Folge 8. Jetzt wird es interessant. Da bin ich mal gespannt, wie sich die Folge gehalten hat im Vergleich zu früher. Allein schon vom Namen her. Aber gut, so war das damals. Fünf Freunde und ein Zigeunermädchen. Ja. Mal gespannt. Da weiß ich gar nichts mehr von. Dann Folge 9. Auch hier wieder. Ja, es macht sich so ein Trend bemerkbar. Alles, was mit alten Gemäuern, Geheimnissen und so zu tun hat, das war meins. Folge 9, fünf Freunde im alten Turm. Aber auch hier weiß ich nicht, also ich weiß von fast keiner der Folgen mehr irgendwas. Genau wie bei Folge 10, fünf Freunde im Nebel. Folge 11, fünf Freunde geraten in Schwierigkeiten. Folge 12. Fünf Freunde auf der Felseninsel. Folge 13.
Fünf Freunde jagen die Entführer. Folge 14. Fünf Freunde machen eine Entdeckung. Folge 15. Fünf Freunde wittern ein Geheimnis. Folge 16. Fünf Freunde auf dem Leuchtturm. Folge 17. Fünf Freunde auf großer Fahrt. Folge 18. Fünf Freunde auf geheimnisvollen Spuren. Folge 19. Fünf Freunde auf Schmugglerjagd. Folge 20. Fünf Freunde erforschen die Schatzinsel. Und last but not least, Folge 21. Fünf Freunde auf neuen Abenteuern. Ja, das waren sie also. 21 Folgen, fünf Freunde. Ich bin gespannt, ob die mir nach wie vor noch gefallen. Also Nostalgie ist auf jeden Fall dabei. Was die Inhalte angeht, ja, natürlich kann einen das jetzt nicht mehr so mitreißen wie in jungen Jahren. Aber ich hoffe, die Nostalgie reicht dafür einfach. Ja, ich lasse es euch dann bei Gelegenheit wahrscheinlich mal wissen. Vielleicht in der Folge, hey, listen, ne? Aber mal schauen. Da wird übrigens in naher Zukunft eine kommen, weil ich habe es jetzt tatsächlich mal geschafft, eine Drei-Fragezeichen-Folge zu hören am Wochenende. Ja, aber da verrate ich noch nicht welche. Ihr habt vielleicht eine Ahnung, wenn ihr die Aufmachen-Folgen gesehen habt. Aber ja, ihr werdet es dann sehen, wenn sie kommt. Ich weiß auch noch nicht, ob ich das jetzt heute oder die nächsten Tage noch schaffe. Aber ja, es werden einige Videos kommen. Ich habe mir mal eine Liste gemacht von Videos, die die jetzt in der nahen Zukunft kommen sollen, die jetzt auch nicht unheimlich krass sind, was den Aufwand oder die Vorbereitung betrifft. Das sollte also funktionieren. Ich hatte ja schon gesagt, zum März möchte ich das Pensum runterfahren. Ich werde es jetzt auch noch nicht übertreiben. Also es kommt mindestens ein Video pro Woche, dabei bleibe ich. Aber wenn das so läufig jetzt geplant habe, könnte es sogar sein, dass jeden zweiten Tag eins kommt. Ne? Aber nagelt mich nicht drauf fest. Soll jetzt hier auch gar nicht das Thema sein. Also, wie gesagt, fünf Freunde Nostalgiebox. An sich kann ich sie schon mal empfehlen. Inhaltlich weiß ich es noch nicht. Es wurde auch, glaube ich, etwas an der Musik geändert, weil da die Rechte verloren gegangen sind. Da ich da aber auch gar nicht mehr so große Erinnerungen dran habe, wird mir das wahrscheinlich gar nicht auffallen. Also von daher, preislich finde ich es in Ordnung. Ich habe, glaube ich, 39 oder 29 dafür bezahlt. Ich glaube 39, die war etwas teurer. Ursprünglich hat sie sogar mal 50 gekostet. Guckt einfach mal in den Versandhäusern online oder im Buchhandel. Ja, wenn es euch interessiert natürlich nur. Ansonsten sage ich jetzt an der Stelle, ja, vielen Dank fürs Einschalten und bis demnächst.